Möglicherweise kann unser Gast heute Abend Ihr Denken ein wenig ändern. Muho ist Zen-Meister und Abt eines buddhistischen Klosters in Japan. Das ist schon mal außergewöhnlich für einen Deutschen. Wir reden über seinen Weg von Braunschweig aus dahin und er wird uns erklären, warum wir uns vor dem Tod nicht fürchten müssen. Jetzt auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Wie immer live für den ganzen Norden. Ja, und bei mir zu Gast ist Abt Muho, mit dem ich über den Zen-Buddhismus sprechen werde heute Abend. Ich versuche das ein wenig zu verstehen und vielleicht auch den einen oder anderen Denkanstoß von Ihnen dann zu bekommen. Tja, und wie oft ärgern wir uns im Stau und vergeuden dabei wertvolle Lebenszeit. Leben im Jetzt, wie geht das eigentlich? Und warum brauchen wir keine Angst vor dem Tod zu haben? Darüber spreche ich jetzt mit Abt Muho, Meister des Zen-Buddhismus. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie mich haben. Ja, also es ist wirklich spannend, was Sie auch in Ihrem aktuellen Buch schreiben, auch über das Thema Tod. Vorher, bevor wir weiterreden können, gibt es ein kurzes Porträt von Anna Kohut. Zen ist sein Leben. Hier im Kloster an Taiji, einem der größten Zen-Klöster Japans, ist er der Abt. Geboren als Olaf Nölke in Berlin, aufgewachsen in Tübingen und Braunschweig. In der Schule kommt er zum ersten Mal mit Zen in Berührung und fängt Feuer. Als Student führt ihn sein Weg nach Japan, nach an Taiji. Er lässt Deutschland hinter sich und entscheidet sich für ein Leben als Zen-Mönch. 2002 wird er zum Abt von an Taiji ernannt. Ein Leben zwischen Meditation, harter Arbeit und Familie. Abt Muho. Leben, was ja auch ein bisschen ungewöhnlich ist, sprechen wir gleich noch. Aber vielleicht, wie würden Sie denn jemanden erklären, was Zen-Buddhismus eigentlich ist? Das ist schwer zu erklären. In meinem Fall war da zunächst die körperliche Erfahrung. Als ich 16 war und ich habe mich eigentlich breitschlagen lassen, das einfach mal auszuprobieren. Und auf die Weise zum ersten Mal meinen Körper entdeckt. Also für mich war der Einstieg weniger durch Bücher oder über das Wissen als die Erfahrung, ich bin ein anderer, wenn ich anders sitze. Jetzt zum Beispiel, man sieht, dass Sie sitzen auch sehr gerade. Ja, und so sitzen wir dann auch in der Meditation. Also die Haltung der Beine ist eine andere. Aber früher saß ich zum Beispiel im Schulunterricht oft so oder wie Rodins Denker ja, klar. So. Ja, klar. Und selbst wenn mir vielleicht der Lehrer gesagt hat, hier, du hast eine schlechte Haltung, das hat mich nicht beeindruckt. Es kommt darauf an, was ich dann in den Tests wiedergeben kann. Und Zen hat mir beigebracht, dass Körper und Geist miteinander verbunden sind. Ich bin ein anderer, wenn ich anders sitze und ich bin mir Dingen bewusst, die ich sonst nicht wahrnehmen würde, wenn ich still sitze und einfach mal Augen und Ohren offen halte. Ich habe das ja schon angedeutet, dieses Leben im Jetzt. Ja. Also nicht vergleichen, nicht an früher denken, nicht an morgen denken. Ist es einfach ein Fließen, was man versucht zu erreichen? Wenn wir es versuchen zu erreichen, sind wir schon wieder draußen. Das ist das Problem mit dem Hier und Jetzt. Wir versuchen im Hier und Jetzt zu sein, aber wenn wir das versuchen zu erreichen, sind wir schon wieder draußen. Eigentlich können wir nie irgendwo anders sein als im Hier und Jetzt. Aber dann denkt man sich ja, im Zen muss ich auf eine ganz besondere Weise im Hier und Jetzt sein. Und dann sind wir schon nicht mehr da. Das Gleiche, wenn wir vom Loslassen reden, was im Zen sehr wichtig ist, loszulassen. Aber dann denken wir, ich muss jetzt loslassen, ich muss jetzt noch loslassen. Und schon gelingt es nicht mehr. Also was man bewusst tut, ist eigentlich, hat nichts mehr mit Zen zu tun, sondern es geht nur um das Einfachmachen oder es geht um das Einfachmachen, also im Sitzen auch. Also man nennt es zwar Meditation, aber eigentlich wird da nichts gemacht. Wir meditieren nicht. Wir sitzen einfach nur und tun einfach mal gar nichts, wenn wir sitzen. Das werden wir auch gleich nochmal ausprobieren. Ja. Ist Ihnen das auch aufgefallen, jetzt bei Ihrer Rückkehr nach Deutschland, Sie sind ja auch häufiger in Deutschland, dass es immer mehr Zen-Angebote auch in Deutschland gibt? Ja, ne, Zen oder Achtsamkeit ist, glaube ich, jetzt ein großer Markt. Ne? Versuche mehr Zen zu sein, versuche achtsam zu sein. Und dann lebst du ein erfüllteres Leben, vielleicht kannst du mehr Karriere machen.
Aber das ist eigentlich nicht das, worum es ursprünglich ging. Ursprünglich geht es darum, diese Karotte, die man sich immer vor die Nase hält, loszulassen. Und plötzlich ist aus Zen selber eine Karotte geworden, die sich die Leute vor die Nase hängen. Das ist ein schönes Bild. Ja, das ist ein schönes Bild. Werden wir gleich noch vertiefen, auch wie Sie überhaupt dahin gekommen sind. Sie haben das schon angedeutet, mit 16 Jahren. Roten Sofa, ist das die traditionelle Kleidung, die Sie auch im Kloster tragen? Das ist die Kleidung, die wir beim Sitzen, bei der Meditation tragen und dann auch noch beim Frühstück. Danach ziehen wir uns allerdings um, denn beim Saubermachen und der Feldarbeit ist das eher unpraktisch. Mhm. Weil Sie leben natürlich autark, das ganze Kloster, jeder muss mitarbeiten, jeder muss sehen, den Gemüsegarten ernten, all diese Dinge. Dafür haben wir auch gleich noch die entsprechenden Bilder. Ihr Weg zu diesem Kloster, zum Zen-Buddhismus, ja. Inwiefern ist der frühe Tod Ihrer Mutter ursächlich dafür, dass Sie diesen Weg, diese Reise begonnen haben? Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich zurückblicke, dann denke ich, dass es doch sehr viel damit zu tun hat. Am Anfang war es für mich einfach nur die Erfahrung des Körpers. Aber dann hörte ich die Lehre des Buddhas, der vor 2500 Jahren gesagt hat, das Leben ist unzufriedenstellend. Und viele fragen sich, warum ist der Buddhismus so negativ? Es gibt auch so viele schöne Dinge im Leben. Und mich hat das immer beeindruckt, wie klar der Buddha sagt, es geht eigentlich nichts nach deiner Schnauze. Es geht nicht um dich. Und letztlich fehlt dir immer was. Da ist immer dieses innere Jucken. Es fehlt noch was. Es fehlt noch was. Ich brauche noch was. Fehlte Ihnen persönlich? Ja, ja. Und das hat wahrscheinlich mehr damit auch zu tun, dass meine Mutter sehr früh gestorben ist. Da war ich noch 7. Und ich fragte mich dann immer, wenn ich aus der Schule kam und kam nach Hause und saß in meinem Zimmer, warum lebe ich überhaupt, wenn wir alle irgendwann sterben müssen? Warum diese endlos lange Zeit, 70, 80, 90 Jahre aushalten, wenn ich heute sterben könnte? Und da konnte mir damals niemand eine Antwort geben. Und mit Buddha hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass jemand, der sich dieselbe Frage schon 2500 Jahre vor mir gestellt hat und offensichtlich die Antwort gefunden hat. Und das hat mich dann schon mit 17, 18 Jahren dazu gebracht, mir zu wünschen, irgendwann mal nach Japan zu gehen und da diesen Weg zu gehen. 17, 18 Jahre, da sprechen Sie eine Zeit an, wo Sie in Braunschweig auf ja. einem Internat waren. Ja. Und Ihre damalige Klassenlehrerin, die hieß Ursula Hellert. Ja. Und die hat für Sie noch einen Gruß. Ach so. Bei uns jetzt da. Die kennen Sie. Schauen wir uns mal nochmal an. Ja, schauen Sie mal. Das überrascht Hallo, mich. Herr Nölke. Wie Sie sehen, ich stehe vor dem Jungenhaus. Sie haben hier damals in der Kontaktwoche schon Japanisch gelernt. Sie haben im Internat Angebot zur Meditation kennengelernt. Und ich habe Sie in Deutsch, in Religion und Philosophie unterrichtet in dieser Zeit. Ich habe immer wieder die Frage nach der Wahrheit in die Klasse und an Sie herangetragen. Was ist die Wahrheit? Gibt es die Wahrheit? Und Sie haben nach einiger Zeit Erfahrung hier in Braunschweig gesagt, was Sie interessiert, ist die Frage, gibt es die Erleuchtung? Es ist ein ganzer Weg daraus geworden. Und von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen alles Gute für diesen Weg. Und für ihr Leben. Und vielleicht auf ein andermal im persönlichen Gespräch. Wobei Sie dieses Meditationsseminar, dieses ja. japanische Seminar, ja. eher sogar widerwillig damals noch besucht haben. Schreiben Sie zumindest in Ihrem Buch. Also. Genau, am Anfang. Also das war eine Zeit, wo so Jugendsekten in den Medien waren. Ich war da eher vorsichtig, wenn von Meditation die Rede war. Ich dachte, die Leute fangen da an zu levitieren oder so. Und auch um Bhagwan. Das war so die Zeit, Bhagwan. Wo die Bhagwan-Jünger rumliefen. Und ich sagte, na, ich bleib da lieber mit beiden Füßen fest auf dem Boden und sitzen. Nee. Und nach 2-3 Wochen, also das erste Mal habe ich gesagt, ich gehe nicht zur Meditation. Nach 2-3 Wochen kam der Pädagoge wieder und sagte, hast du es mal probiert? Ich sagte, nee, um Gottes Willen, ich habe es auch nicht vor. Und da sagte er, wenn du es nie ausprobiert hast, wieso kannst du dann sagen, es interessiert dich nicht? Und ich dachte, okay, jetzt gehe ich einmal hin, dann kann ich aufhören, aber dann ein zweites, ein drittes Mal. Und das war eben die Erfahrung des Körpers oder des Atems. Ich hatte 16 Jahre lang täglich 24 Stunden ausgeatmet, wieder eingeatmet, aber war mir das nie bewusst gewesen, dass das auch ein Teil von mir ist. Und in Sazen spürte ich, das ist auch mein Leben, dass ich ausatme, einatme.
Wenn man still sitzt, plötzlich fängt es an zu regnen. Normalerweise ist man in Gedanken woanders. Wenn man still sitzt, hört man den Regen, Vogelstimmen, die Körperhaltung. All das war für mich eine große Entdeckung. Wow. All diese Dinge, die so nah sind. Ich war in Gedanken immer woanders. Also wie meine frühere Lehrerin eben gesagt hat, es ging mir um die Wahrheit oder um Erleuchtung. Und ich dachte immer, das muss irgendwo ganz weit in der Ferne sein. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch das, was uns allen so geht, dass wir immer rattern. Wir denken immer, wir denken voraus, wir denken zurück. Wir schaffen es überhaupt nicht, diesen Moment zu genießen oder diesen Moment eigentlich zu leben. Ja. Deshalb jetzt im Nachhinein, ich bereue es nicht, nach Japan gegangen zu sein, aber wenn mir jemand gesagt hat, die Wahrheit, das ist da, wo du jetzt bist, ich hätte das damals nicht geglaubt. Ich dachte, ich muss nach Japan gehen, ich muss bis in die Berge gehen, um dort die Wahrheit zu finden. Das kann doch nicht so nah sein. Heute, wo ich in Japan lebe, weiß ich, jeder hat die Wahrheit, er steht schon da. Also es ist nicht in der Ferne, die Wahrheit ist in diesem Glas Wasser. Ich muss nicht in die Ferne suchen gehen. Das Gleiche gilt auch für die Erleuchtung. Aber in meinem Fall, ich musste so weit gehen, um diese Erfahrung zu machen. Was bedeutet denn überhaupt diese Erleuchtung? Die Klassenlehrerin hat ja auch von dieser Erleuchtung, die sie suchten, gesprochen. Wann ist man erleuchtet? Sind Sie erleuchtet? Schwierige Frage. Also ich bin nicht so erleuchtet, wie sich viele Leute das vorstellen, dass ich keine Probleme mehr habe. Ich weiß die Antworten auf alle Fragen. Aber das ist auch, glaube ich, nicht das, worum es geht bei Erleuchtung. Ich glaube, wir sehen die Dinge, die Welt meistens durch eine gefärbte Brille. Und Erleuchtung bedeutet, diese Brille abzunehmen und einfach mal zu gucken, wie sind die Dinge wirklich. Und das betrifft dann auch mich. Also ein Erleuchteter wird sich seiner Fehler sehr viel mehr bewusst sein, als einer, der mit Erleuchtung vielleicht gar nichts zu tun hat. Deshalb ist es komisch, dass man in der spirituellen Szene oft Leute findet, die sagen, ich bin erleuchtet, ich bin ein Buddha. Mhm. Wenn die Person wirklich erleuchtet wäre, dann wüsste sie, diese Person, dass sie eigentlich ganz normal ist. Insofern, ich glaube nicht, dass ich erleuchtet bin, aber Zen hat mich gelehrt, meine eigenen Fehler klarer zu sehen. Und Jahr für Jahr sehe ich meine Fehler ein bisschen mehr und vielleicht ist das Erleuchtung. Also ist das, wenn ich das versuche mal so ein bisschen in meiner Welt zu übersetzen, Erleuchtung ist keine Beschreibung eines bestimmten Wesens, eines bestimmten Charakterzuges, sondern einer Situation, eines Momentes, dass man halt durch diese Erleuchtung eine Klarheit im Kopf hat. Klarheit ist nicht falsch. Allerdings, ich würde jetzt ein bisschen weg davon, von der Erfahrung. Plötzlich ist der Nebel nicht mehr da, der bis dahin da war. Und plötzlich ist alles klar. Auch wenn man diesen Weg geht, und ich mache jetzt Zen seit über 30 Jahren, wenn wir mit 16 anfangen. Und manchmal habe ich klare Tage, aber so wie der Himmel, der manchmal auch bewölkt ist. Manchmal sind da Regentage, ich bin verheiratet, aber ich streite mich auch mit meiner Ehefrau. Und Erleuchtung bedeutet, glaube ich, nicht, dass der Himmel immer klar und heiter sein muss, sondern man hat die Offenheit, auch mal Wolken anzunehmen. Und da regnet es auch mal. Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Zufriedenheit mit dem Leben sprechen würden, dann würde ich sagen, wirkliche Zufriedenheit besteht nicht darin, dass man immer happy ist, sondern dass man auch mal mit seiner Unzufriedenheit zufrieden ist. Dass man auch mal unglücklich sein kann. Akzeptanz ist genau. Akzeptanz. Ich möchte gleich mit Ihnen mal den Versuch machen, Meditation auszuprobieren, zumindest mal so einen kleinen Schritt dahin zu gehen. Ja. Vorher schauen wir uns mal an, wie sehr Zen-Buddhismus das Leben verändern kann. Das zeigt Ihnen jetzt Jens Brombach. Erst Immobilienmakler und Zahnarzt, jetzt Zen-Meister in Niedersachsen. Jens hat ihn besucht. Das Schloss Eickhof bei Nienburg hat alles, was ein Schloss braucht. Ein Wappen, eine herrschaftliche Treppe. Seit 30 Jahren lebt in diesen lichten Sälen ein besonderer Schlossherr, Dr. Wolfgang Hess. Das
Schlossbesitzer wollte ich sowieso nie werden, meine Frau auch nicht. Es war uns eine ideale Insel, um in Ruhe leben zu können. Das Schloss Eickhof bei Nienburg bietet allerdings eine Menge mehr als ein ganz normales Schloss. Die etwas andere Welt des Dr. Hess betritt man am besten durch den Seiteneingang. Ein Stück Japan in Niedersachsen. Wie waren Sie denn früher, vorher? Wenn ich sagen darf, ich habe mich durch Zen, sagen wir, vom Kotzbrocken zum Kotzbröckchen entwickelt. Ich habe halt sehr früh angefangen mit Immobiliengeschäften, Häuser kaufen und verkaufen. Und da kommt man natürlich manchmal, wenn man in größere Größenordnung reinkommt, mit Menschen zusammen, die nicht sehr angenehm sind. Und ich habe es dann zwischendurch auch als Zahnarzt probiert. Das lief natürlich gut. Ich habe eine der 5 größten Praxen in Berlin gehabt. Nur es war nicht meine Sache. Neben Immobilien und Wurzelbehandlungen interessieren Dr. Hess vor allem Gärten. In einer Berliner Buchhandlung entdeckt er vor gut 20 Jahren Werke über japanische Gärten mit Folgen. Ich bin nach Hause gekommen und sage, Schatz, wir müssen nach Japan Gärten gucken. In Japan angekommen, sind wir in Zen-Klöstern gewesen und da habe ich halt gefühlt, dass die Gärten mich besonders ansprechen, dass das richtig in mich reingeht. Da musste ich teilweise sogar weinen in solchen Gärten. Und da habe ich halt gemerkt, das muss mit Zen zu tun haben. Es folgt ein radikaler Bruch. Über Jahre zieht es ihn immer wieder nach Japan, bis er selber zum Zen-Meister gekürt wird und in Schloss Eickhof sein eigenes Kloster gründet. Diese Übung, was ich jetzt gerade tue, nennt man Samu. Wir sind nicht dabei, den Garten sauber zu machen, sondern wir säubern unser Gehirn. Das ist eine Konzentrationsübung, weil ich dabei an nichts anderes denken darf, als nur, was ich jetzt gerade tue. 7-mal im Jahr öffnet sich die Pforte für ein japanisches Wochenende. Dann empfängt Dr. Hess bis zu 11 Gäste und zeigt ihnen seine kleine japanische Welt. 3 Tage Zen-Schnuppern für 320 Euro inklusive Kost und Logis. Meditative Vorerfahrung erwünscht, aber nicht zwingend. Wir üben schon seit 2-3 Jahren jetzt zusammen, haben auch zusammen angefangen. Ich habe nicht viel Ahnung davon und deshalb bin ich sehr neugierig. Vielleicht ist genau ein Weg, über diese Art und Weise zu einer gewissen Ruhe und einer bewussten Ruhe zu kommen. Das Foyer des Schlosses. Wo früher die Jagdgesellschaften feuchtfröhlich begrüßt wurden, herrscht nun Konzentration auf das Hier und Jetzt. Dr. Hess bittet zur ersten Meditation. Aller Anfang ist schwer, auch wenn es nur darum geht, richtig zu sitzen. Denn ab jetzt sollen ein Wochenende lang die Energien fließen. Sitzen, das wollen wir jetzt mit Zen-Meister Abmuho versuchen herauszufinden. Also Sie sitzen natürlich, wie sitzen Sie jetzt? Also so ja, wir knien jetzt. Knien. Das ist auch eine Haltung, die man oft in Japan findet. Man kann so auch meditieren, aber es geht dann auf die Fußgelenke. Ja. Aber es gibt solche Bänkchen, die das Knien erleichtern. Und für viele Menschen ist das, besonders im Westen, eine angenehme Meditationshaltung. Ja. Traditionellerweise sitzt man allerdings im Schneidersitz. Also hat die Knie auseinander. Und allerdings im Schneidersitz, wo der Fuß auch noch oben auf die Oberschenkel gelegt wird. Ne? Ja, das machen wir gleich. Zunächst. Nee, das schaffe ich nicht. Zunächst das Problem, oder es ist kein Riesenproblem, aber die Knie tendieren dazu, nach oben zu kommen. Und dadurch hat man weniger Stabilität. Und im Zen haben wir diese Kissen. Wir haben hier ein ganzes Arsenal. Es gibt es in verschiedenen Größen. Durch das Kissen. Da kann man sich draufsetzen, ne? Genau. Okay. Und wenn die Hüften höher kommen, dann sehen Sie, die Knie sind jetzt auf der Matte. Und dadurch haben Sie erhöhte Stabilität. Dreipunkt. Genau, also wie eine Pyramide. Okay. Wenn Sie wollen, wie Sie eben erwähnt haben, man kann jetzt noch den Fuß hier nach oben legen. Und wenn Sie dann noch sehr flexibel sind, können Sie sogar beide Füße
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich probiere das gar nicht aus, weil sonst breche ich mir noch was hier in der, in der Sendung. Das ist, aber wir schauen uns mal ein paar Bilder an, wie Sie im Kloster meditieren. Das ist ganz interessant. Also ist dann auch von der Richtung her gegen die Wand. Man sitzt gegen die Wand, genau. Warum? Hat das einen bestimmten Grund? Also es gibt zwei Richtungen Zen. Es gibt eine andere Richtung, wo man sich gegenseitig ansieht. Aber ursprünglich sitzt man gegen die Wand, um nur einfach alles mal loszulassen. Okay. Wenn Sie da meditieren, ja, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Wie lange sitzen Sie da? Bei uns im Kloster sind das im Schnitt 5 Stunden am Tag. Wir beginnen morgens um 4, sitzen dann erstmal 1 Stunde und dann gehen wir 10 Minuten. Es gibt eine Gehmeditation, dann sitzen wir nochmal 1 Stunde bis um 5:50 und dann gibt es Frühstück. Und an gewöhnlichen Tagen wird danach Feldarbeit geleistet und am Abend nochmal 2 Stunden gesessen. Aber es gibt auch Tage, an denen wir 15 Stunden sitzen, von 4 bis abends um 9. Da frage ich mich jetzt in der Tat einfach mal, warum? Gute Frage. Was bringt das? Ja. Und die Antwort ist, das bringt gar nichts. Okay. Das ist eine schöne, ehrliche Antwort in dem Sinne natürlich auch. Und das ist auch das, was wichtig ist am Zen. Denn normalerweise sind wir immer auf der Suche nach irgendwas. So wie ein Hund, der immer guckt, wo gibt es jetzt hier noch was Gutes zu essen. Und so leben wir unser Leben. Immer auf der Suche nach irgendwas, irgendwas, irgendwas. Es muss sich doch irgendwo versteckt haben. Mhm. Und im Zazen, da setzt man sich einfach mal hin und lässt los. Und 1 Stunde, 2 Stunden, die bringen gar nichts. Muss noch nicht mal Spaß machen. Und das ist, kann eine Befreiung sein. Denn sonst ist man ja immer ein Sklave dieses Gedankens. Ich muss noch was kriegen, ich muss noch was kriegen, ich will das haben. Und diese 1 Stunde, diese 2 Stunden, die gehören einem vollkommen selbst. Oder man gehört einfach auf das Kissen und macht einfach mal gar nichts. Es kommen dann ja automatisch Gedanken. Gedanken, ja. Wenn man meditiert, wenn man einfach so ruhig sitzt und gar nichts macht. Es kommen Gedanken. An diesen Gedanken hängt man sich ja ran. Man bleibt dabei. Ja. Ist das der Fehler, den wir machen? Dieses Dranhängen an einen Gedanken, den weiterverfolgen? Ich weiß nicht, ob wir es jetzt einen Fehler nennen müssen. Aber wie Sie gesagt haben, das ist das, was wir normalerweise machen. Wir spinnen diese Gedanken weiter. Oder eigentlich ist es umgekehrt. Wir lassen uns von den Gedanken versklaven. Wir erlauben den Gedanken, uns immer zu sagen, was wir zu tun haben. Und im Zen ist da manchmal die Versuchung, es umgekehrt zu machen und die Gedanken wegzudrücken, was auch ein Fehler ist. Mhm. Was wir eigentlich tun sollten, ist, die Gedanken einfach mal so zu lassen, wie sie sind, wahrzunehmen, wie sie sind und loszulassen. Und wenn wir das tun, kommen sie zwar wieder, aber wir können sie wieder loslassen. Wir müssen uns nicht mehr von den Gedanken versklaven lassen. Ich frage mich an dieser Stelle, ist das eigentlich authentisch, was Rainer gemacht hat, dieses so sich zu begrüßen? Das machen wir im Kloster sehr oft, dass man sich so begrüßt, bedankt. Das gibt es schon sehr oft. Sie haben eben noch einen Trick verraten beim Meditieren. Wenn man so sitzt, dann sollte man, Achtung, vielleicht kann man das mal hier in der Hüfte zeigen, sollte man nicht so sitzen, sondern so die Schulter, das Becken nach vorne, ne? Wenn man das Becken nach vorne hat, dann ist automatisch der Rücken ein bisschen... Das ist auch ein Grund, warum wir mit dem Kissen sitzen. Am Schreibtisch sitzt man ja oft so. Und wenn die Hüften nach vorne kommen durch das Kissen, geht das Becken nach vorne, das Rückgrat streckt sich, das Kinn geht ein wenig nach hinten, das sonst eher so kommt. Und das macht einen großen Unterschied. Allein die Gegend hier, Schultern, Kinn. Wir haben noch ein paar Bilder von Ihrem Kloster, aus Ihrem Kloster. Vielleicht können Sie anhand dessen mal beschreiben, wie so der Alltag im Kloster aussieht. Also neben dem Meditieren natürlich das Reinigungsarbeiten. Also um 5:50 ist Frühstück und danach gleich im Anschluss täglich wird gewischt. Und da bin ich im Garten zu sehen. Jäte da etwas Unkraut. Das sind die Kartoffeln. Und hier sind Süßkartoffeln, die gepflanzt werden. Das ist im Mai, Ende Mai, Anfang Juni. Da bin ich noch ein bisschen jünger. Das sind Aufnahmen von vor 10 Jahren. Mhm. Wobei dieses Arbeiten im Garten auch
Teil auch Teil des, der Übung ist. Der Übung ne? ist, ne? Zen praktizieren in dem Moment, also ganz bei der Sache zu sein. Genau, ne? Und das ist dann alles auch mit dem Leben verbunden. Also das, was wir dann später essen, sind der Reis und das Gemüse, das wir selber angebaut haben. Jetzt kann man sich natürlich irgendwann auch mal fragen, wie bestreiten Sie das Ganze finanziell? Ja, wir haben, obwohl wir versuchen, so selbstversorgend zu sein wie möglich, gewisse Ausgaben. Wir gehen auf Bettelgänge mehrmals im Jahr. Da sind wir in traditioneller Mönchskleidung, so wie ich sie eben trage, zu sehen, mit einem großen Strohhut und Strohsandalen. Da haben wir auch Bilder, genau, genau. Da sind Sie. So stehen wir dann an der Straße und die Leute haben die Möglichkeit, uns Almosen zu geben, wenn sie das wünschen. Auf die Weise bezahlen wir dann Strom und wir haben ja auch agrikulturelle Geräte wie Traktoren, die Treibstoff brauchen. Der muss auch gekauft werden. So kommen wir dann über die Runden. Bei all diesen Entbehrungen, guck mal, jetzt sieht man sie hier betteln. Sie sprechen auch fließend Japanisch, kann man da auch erkennen. Bei all diesen Entbehrungen, der harten Arbeit, der strengen Zen-Übung, haben Sie selber mal für sich das Gefühl gehabt, Mensch, ich schmeiße alles hin? Besonders während der ersten Jahre habe ich das täglich, fast täglich gedacht. Jetzt setze ich mich in den nächsten Bus und fahre ab. Ja. Allerdings fahren da nur 3 Busse am Tag. Okay. Und bevor ich mich versah, war der Mittagsbus schon weg. Dann sagte ich mir, okay, jetzt nimmst du erst mal ein Bad am Nachmittag und ist zu Abend und dann war der Abendbus weg. Und dann sagte ich, okay, lass uns bis zum Morgen warten. Auf die Weise habe ich mich dann immer so ein bisschen von einem Tag auf den nächsten vertröstet. Zum anderen war die Frage, wenn du es hier nicht schaffst, irgendwann wirst du überall an deine Grenze kommen, an die Wand stoßen. Ich hätte jetzt zurückgehen können nach Deutschland, nochmal an die Uni zum Beispiel. Aber egal, was ich mache, irgendwann werde ich immer an eine Wand stoßen. Wenn ich jetzt nicht hier an dieser Stelle meinen Weg weitergehe, wo dann? Ne? Das war letztlich, was mich da gehalten hat. Ne? Ich muss jetzt hier einen Schritt weitergehen. Und selbst wenn es weh tut, und dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Das hat so ganz leichte Züge von Ihrem Kloster gehabt, auch diese Selbstversorgung. Ja. Also eine gewisse Ähnlichkeit ist doch vorhanden. Ganz sicher, ganz sicher. Sie haben ein Buch geschrieben, ein Regentropfen kehrt ins Meer zurück. Warum wir keine Angst vor dem Tod zu haben brauchen? Warum nicht? Warum nicht? Weil wir sterben werden. Mhm. Und das ist bis jetzt noch jedem gelungen. Ja. In meinem Fall war es so, dass ich mich immer gefragt habe, wie leben. Das war für mich die große Frage. Also als Kind habe ich mich wahrscheinlich weniger vor dem Tod gefürchtet als vor dem Leben. Aber ich habe gelernt, einfach jeden Tag. Wir haben ja jeden Tag nur einmal. Diesen heutigen Tag voll zu leben. Und was der Morgige dann bringt, das werde ich morgen erfahren. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Tod. Was aus uns wird, wenn wir einmal sterben, ich weiß es nicht. Also es gibt im Buddhismus die Wiedergeburtslehre, aber ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Aber dann müsste ja bei der Wiedergeburt, müsste ja nach der Wiedergeburt wieder ein Tod kommen. Genau. Und dann wieder. Das ist also auch nicht die Lösung. Um zu sterben. Genau, also das kann auch nicht die Lösung sein. Die Frage ist, was mache ich mit diesem Leben und zwar heute, hier an diesem Tag? Und wenn wir dann eines Tages wirklich sterben, dann ist es vielleicht so, wie der Titel dieses Buches sagt, dass der Regentropfen, den ich heute mein Ich nenne, sich auflöst und ins Meer zurückkehrt. Und warum sollte man davor Angst haben? Man ist ja durch den Tod auch frei von allem Leiden. Genau, das Leben wäre ja unerträglich, wenn es ewig wäre. Ja. Was das Leben ja nicht nur aus schönen Dingen besteht, klar. Ja, und selbst wenn es schön wäre, wenn man den schönsten Film
nicht 2 Stunden oder 3 Stunden, sondern 15, 20 Stunden anschauen müsste, wäre todlangweilig. Die beste Single, die Lieblingsplatte, die man hat, wenn man sie endlos anhören müsste, das wäre unerträglich, glaube ich. Ist ja oft die Frage, stell dir vor, du gehst auf eine einsame Insel, welche Platte würdest du mitnehmen? Egal, welche Platte ich mitnehme, sie würde mich todlangweilen, wenn ich sie zum 1000 Mal höre. Dann wäre es unerträglich, ja. Und so ist es auch mit dem Leben, glaube ich. Gott sei Dank haben wir nur 80, 90, maximal 100 Jahre, denn sonst wäre es die Hölle. Vielleicht leben wir auch ein bisschen in der Erinnerung unserer nächsten Generation weiter. Vielleicht. Sie haben auch Kinder, Sie haben Familie. Ja. Wie ungewöhnlich ist das überhaupt, dass ein Abt, ein Zen-Meister Kinder und Familie hat? In Japan ist es nicht ungewöhnlich, aber im Rest Asiens findet man das kaum, dass ein buddhistischer Mönch verheiratet ist. Das gibt es so, glaube ich, nur in Japan und erst seit 150 Jahren. Da hat der japanische Staat seine Gesetze geändert. Bis dahin hat der Staat dafür gesorgt, dass die Mönche unverheiratet blieben. Vor 150 Jahren wurden Staat und Kirche getrennt. Und seitdem haben die meisten Mönche beschlossen, auch eine Familie zu haben. Was nicht immer einfach ist, aber einem auch einen Geschmack gibt für die menschlichen Probleme, die der ganze Rest der Welt hat. Ja, weil nur so kann man natürlich auch wissen, was Liebe bedeutet, was Streitereien zwischen Liebenden auch bedeuten kann. Und genau. Sehr spannend. Morgen übrigens kommt Schauspieler Ulrich Pleitgen zu uns aufs rote Sofa. Wir reden darüber, warum es immer Ärger mit Opa Charlie gibt und werden ein Modelleisenbahn-Experiment wagen, hier bei uns auf dem roten Sofa. Also Ulrich Pleitgen kommt morgen hier zu uns. Abmoho, sind Sie eigentlich im Laufe Ihres Zen-Studiums der Frage näher gekommen, worin der Sinn des Lebens besteht? Ich würde sagen, es gibt keinen Sinn, aber das macht das Leben so lebenswert. Ich dachte immer, ich muss diesen Sinn noch finden und jetzt weiß ich, nein, nein. Es reicht zu leben. Es reicht, wenn ich heute diesen einen Tag voll lebe. Und das braucht keinen Sinn. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie mich hier hatten. Danke. Und für Sie zu